Hallo, wir machen heute einen Spielball für Miezekatze. Wir brauchen Wolle der Nadelstärke 3. Kuschelwolle. Auch wieder Füllwatte. Eine Häkelnadel in der Stärke 4 und 5. Und eine Schere. Wir beginnen wieder mit einem Fadenring mit 6 festen Maschen. Dazu nehmen wir jetzt erstmal nur die blaue Wolle her. In der nächsten Runde wird wieder jede feste Masche verdoppelt. Ab jetzt nehmen wir die weiße Kuschelwolle dazu. Jetzt wird mit 2 Fäden gehäkelt. Ab jetzt nehmen wir die Häkelnadel mit der Stärke 5. In dieser Runde wird jede zweite feste Masche verdoppelt.
Nun wird jede dritte feste Masche verdoppelt. Nächstes wird die nächsten zwei Runden in jede feste Masche eine feste Masche gewickelt. In dieser Runde wird mit einer festen Masche begonnen, die zweite und dritte wird zusammengelegt. Der Spielball mit Füllwatte ausgestopft. Wenn er die gewünschte Festigkeit erreicht hat, geht's weiter mit dem Häkeln. Jeweils zwei feste Maschen zusammengelegt.
der Ball jetzt fast verschlossen ist, könnt ihr ja nochmal nachschlagen. Jetzt am Schluss wird ein ziemlich langer Faden auch zum Spielen übrig gelassen und abgeschnitten. Die letzte feste Masche wird nun gut verknotet. Dann lasst doch ein Like oder ein Abo da oder schaut auf meiner Webseite